Hallo zusammen, Chaichi Bonsai, neues Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bei mir geht es langsam wieder aufwärts. Frau und Tochter geht es auch langsam wieder besser. Sie sind zwar noch schlapp und husten, aber es geht wenigstens wieder aufwärts. Bei mir und bei meinem Sohn, wir waren auch ein bisschen geschwächt irgendwie und trotzdem Hals und so, aber wir waren immer negativ. Also ich hoffe, es bleibt auch so, aber hauptsächlich, dass es besser geht, Frau und Tochter, weil sie waren die, die gelitten haben. Ja, ich bin jetzt heute hier im Studio. Ich habe etwas Großes runtergenommen, den kennt ihr schon, den haben wir auf dem Video, wo ich den geholt habe, mit der Kirschblüte zusammen. Und jetzt ist er hier, weil wir an dem jetzt arbeiten werden. Vorher werde ich aber kurz ein bisschen über den Baum erzählen, was es genau ist. Und danach werden wir ihn bearbeiten, vorbereiten für den Winter und so, wie wir dann auch im Frühling starten wollen. Ja, was ist das für einer? Das ist eigentlich eine Fotinia oder Potinia, wie je nachdem in welcher Region. Wir in Spanien sagten immer Fotinia und es gibt etwa 63 verschiedene Arten. Das da hier ist jetzt die Vidinia. Die ist von Himalaya, Asien, also China, Himalaya-Region hauptsächlich zu Hause und verträgt eigentlich die Kälte ziemlich gut, mag eigentlich nur nicht gefrorene Wurzeln, weil sie ein Immergrün ist und weil sie immergrün ist, dann trinkt sie im Winter auch noch und isst auch noch im Winter und bei gefrorenem Zustand über längere Zeit ist das nicht machbar und das ist aber ein Problem für alle Immergrünbäume, weil am Blatt und das zieht trotzdem. Ja, und darum, er war bis heute draußen, heute kommt er rein und darum mache ich auch das Video, weil er ist trotzdem schwer. Jetzt habe ich ihn runtergenommen, habe ich ihm einen Platz vorbereitet bei den Lichter drüber und dann kommt er rüber nach dem Bearbeiten. Wir machen ihn ein bisschen schmäler, he, dass er auch nicht so viel Platz braucht, weil es ist ganz einfach. Letztes Mal hatten wir die Kirschblüte hier. Dort habe ich gesagt, dass ich nichts schneide, dass ich jede einzelne Knospe mitnehme, zum Schauen, wie es ist. Und hier ist das Leben nicht so. Hier werden wir schneiden, hier werden wir alles zurückschneiden mit zwei Ziele. Auf der einen Seite, dass er hinten eine Rückknosperung gibt, dass er hinten wieder mehr Knospen bildet, die eine Seite. Auf der anderen Seite logischerweise, dass das Blatt näher rankommt. Wir haben das Blatt jetzt ziemlich weit weg. He? Man sieht, also wollen wir ihn wieder kompaktieren. Ziemlich das Blatt wieder näher rannehmen. Es ist doch ein robustes und großes, hartes Blatt in dem Sinn und sie sind auch nicht extrem klein. Braucht es eine gewisse Größe, damit es die Proportionen dann auch stimmen. Also so ein Riesenblatt, auch wenn sie so werden, es wird dann schwierig bei einem Shohin oder so, aber es wäre vielleicht auch machbar. Es ist ein Baum, der man eigentlich selten sieht, aus Bonsai, also der ist einer, in dieser Dimension sieht man ihn sowieso selten als Bonsai kultiviert und darum habe ich es gesehen, bin froh, konnte ich ihn erben und ja, jetzt werden wir dran arbeiten, wir werden verschiedene Sachen machen. Eigentlich kommt er aus der Familie von den Rosengewächse und darunter konnte locker draußen sein, hier sowieso mit so viel Volumen und der Vorgänger, wo ich ihn ja genommen habe, der hatte ihn immer draußen. Mir ist es aber möglich, ihn reinzunehmen. Das heißt, der Baum wird weniger leiden, also nehme ich ihn rein. Aber er könnte ruhig mit dieser Dimension an Masse und die Wurzeln, könnte ruhig auch draußen irgendwo ein bisschen geschützt vom Wind und an der Fassade, an der Hauswand oder so, wo er ein bisschen noch ein bisschen geschützt ist und Wärme abbekommt vielleicht, dann wäre das kein Problem. Aber ich nehme ihn rein. Dann ist es noch besser. Wie ihr seht, hier hat es noch zwei so, man sieht es glaube ich, ja. Wie ihr seht, er hat so Beeren, das heißt, es ist ähnlich wie die Piraganta zum Beispiel. Sie blüht so weiß ungefähr im Juli und aus dem bildet sie dann die Früchte. Die Beeren sind von dem her giftig für die Tiere und Menschen, aber so mittelmäßig. Aber ich versuche die immer dann einzusammeln, bevor das der Hund isst und probiert. Von dem her weiß ich gar nicht, wie er reagieren würde, wenn er die trotzdem mal verwünscht. Das gleiche mache ich auch bei der Piraganta, dass die nicht einfach rumliegen und der Hund die dann isst. Ja, was werden wir Schönes machen an dem?
Als erstes werden wir vor allem mal wieder hier das Moos wegnehmen, hey, wo hier schon am Stamm hochgeht. Es braucht am Stamm nie Moos. Das schwächt nur das Holz. Und von dem her braucht es am Stamm nie Moos. Also nehmen wir das weg, alles, was da ist. Ich will auch mal schauen, was überhaupt da drunter ist. Ich kenne es ja nicht. Also mal schauen, was mich erwartet, wenn ich das Moos weggenommen habe. Das machen wir als erstes. Danach werden wir versuchen, diese Gebüschform, wo ihr jetzt habt, in eine Baumform zu verwandeln. Wie werden wir das machen? Auf der einen Seite logischerweise zurückschneiden, das wegschneiden, wo wir nicht brauchen, damit es wieder Ebene gibt, damit es wieder eine Struktur reinbekommen und nicht einfach jetzt so ein Ballen ist. Das werden wir machen. Auf der anderen Seite werden wir mit der Neigung spielen. Das heißt, ich werde die Neigung ändern. Wir werden in diese Richtung gehen, dann irgendwann, wenn wir ihn dann umtopfen. Aber für die Entwicklung jetzt, für die Bearbeitung von jetzt, das wird natürlich nach der neuen Form, nach der neuen Neigung gemacht. Und darum, die Neigung wird etwa so sein, irgendetwas wird irgendwo so sein. Und aus dem hier werden wir wirklich den Baum bilden, so gesagt, mit der Krone. Und der hier machen wir fast wie ein Nebenast, wo der untere Teil abdeckt. Wir gehen in diese Richtung. Das erzeugt dann automatisch, dass man ein Gefühl von einem Baum bekommt und nicht von einem Gebüsch, wie wir es jetzt haben. Wir werden das machen, für das dann zu auszugleichen, diese Neigung. Wir werden natürlich, der Stamm wird wieder etwas gedrahtet, versucht. Der ist ja ziemlich flexibler Baum, also man kann der gut formen, gut bewegen. Man sieht schon, dass ich da viel Druck mache, kann man den schon recht viel rübernehmen. Werden wir das alles ausrichten, werden eine Form versuchen reinzubringen. Und die Äste natürlich dann neu positionieren und drahten. Sobald ich das hier alles weggenommen habe und ich mir auch ein Bild vom Nebari mache, dann werde ich entscheiden, was die Front ist. Ich habe eigentlich schon eine Frontvision und das ist so, wie er jetzt gerade steht. Das wäre die Front dann. Aber ich denke, es spielt keine Rolle hier unten. Es wird etwa sehr wahrscheinlich überall gleich aussehen. Das sieht man dann. Nach der Neigung werden wir natürlich auch die Baumspitze wieder neu positionieren an der neuen Neigung. Plus werden wir ihn ein bisschen nach hinten nehmen, weil er fällt fast jetzt wieder, er macht irgendwie fast wieder Moonwalker. Und darum nehmen wir ihn noch ein bisschen nach hinten. Das machen wir alles dann mit der neuen Ausrichtung, damit es schon auf die neue Ausrichtung, auf die neue Neigung passt. Danach im Frühling werden wir ihn genauso in die neue Schale einpflanzen, eintopfen, wie wir ihn jetzt gestalten. Und dann stimmt schon die Positionierung der Äste. Darum ist es wichtig, dass man die Position definiert, richtig definiert, so lässt und so dran arbeitet und dementsprechend dann die Äste richtig positioniert etc. Auch wenn es dann so nicht übereinstimmt, aber er wird ja dann in diese Neigung eingepflanzt, in die neue Schale. Darum ist es wichtig, dass man das dann so schon gestaltet. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte. Ich freue mich auf diese Arbeit, weil es hat wieder ein bisschen von allem dran. Es wird aber viel drahten. Ich muss dann viel drahten. Ich werde nicht alles zeigen. Ich werde nicht alles aufnehmen, sondern ein bisschen vom Wichtigsten. Und vor allem, was am Schluss das Resultat ist, die Veränderung vom Jetzt auf, wie er dann aussieht. Ich denke, das war's von meiner Seite an Informationen. Ich fange jetzt mit den Arbeiten an. Ich wünsche natürlich euch viel Spaß beim Zuschauen der Arbeiten und vor allem, wie am Schluss geblieben ist. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Falls du noch nicht abonniert hast, es wäre toll, wenn du dazu stößt und abonnierst, das hilft. Und bis da, danke vielmals und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao zusammen!